Guys, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. Und schön, dass du wieder dabei bist beim weiteren Part Mario Kart 8 Deluxe Omega. Freunde, ich hoffe, ihr hattet bisher einen wunderbaren Mittwoch. Da müsste der Part erscheinen, wenn mein Plan aufgeht. Müsste es aber eigentlich. Und von daher schauen wir uns, glaube ich, heute den vorerst letzten Cup an. Da fahren wir mal mit Sonic. Let's go! Let's go! Mit Sonic natürlich, sorry, pardon. Ja, nee, wir brauchen schon eine andere Karre irgendwie. Mit welcher Karre? Ja, komm, wir nehmen eine Standardkarte. Die Standardkarte finde ich immer noch am, ich will nicht sagen am nicesten, aber schon schön. Oh no! Hä, hier gibt es ja teilweise auch noch andere Strecken, aber nur teilweise. Das ist weird. Ja, okay, aber ich glaube, dadurch, dass es hier, ja, irgendwie keine ganz anderen Cups gibt, werden wir auf jeden Fall das dann nicht spielen. Sondern, Leute, was ist hier passiert, Alter, what the fuck? Sondern dann erstmal einen anderen Mario Kart 8 Tech irgendwann. Aber bevor wir da sind, geht's erstmal hier in den Crossing Cup, wo wir jetzt einfach mal die Daumen drücken, dass es nicht crasht. Bitte crasht nicht, 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 bitte crasht nicht. Yay! Das muss man ja wirklich immer wieder betonen, dass es nicht crashen soll. Let's freaking go. Diese 3DS-Strecke kommt mir sehr bekannt vor. Alter, wen haben wir denn da vorne? Ist das Rob? Digga, was ist das für ein freaking Roboter da vorne? Ich habe mir echt nicht alle Charakter gut genug angeschaut. Schade. Wieder eine Strecke ohne Ton? Oder die Mucke ist einfach nur sehr leise wieder abgemischt. Das hatten wir ja bereits jetzt in einigen anderen Parts, dass die Mucke teilweise einfach, wie gesagt, nur sehr leise ist und die man kaum hören kann. Aber, wie gesagt, Mucke ist ja nur zweitrangig, wie ein zweitrangiger Bundeswehroffizier. Nee, der war nicht strong. Den hätte man anders formulieren müssen, damit er strong wird. Junge, Vergleiche, das ist auch immer wieder schön. So, und da haben wir auch gleich schon die erste Runde rausgehaschelt. Ja, alles in einem. Mucke fehlt, ist natürlich schade. Aber vom Design her, coole Strecke. Sehr, sehr coole Strecke, sehr cool nachgemacht. Texturen sind vorhanden. Es gibt auf jeden Fall, dass der Umlautmann, weiß ich nicht, ihr wisst schon, Siegel, Umlautmann-Siegel. Aber Freunde, an der Stelle mal eine kurze Frage. Habt ihr den Let's Play-Kanal eigentlich schon abonniert? Weil das ist ja dieses Standardgedöns, was man immer wieder sagen kann. Leute gucken die Videos, aber abonnieren nicht. Das ist schon ein bisschen cringe, würde ich mal an der Stelle sagen, oder? Pa. So, genau. Hier sind wir. Zweitkanal, letzter Part so gesehen von Mario Kart 8 Omega. Zumindest diesen kleinen Exkurs, den ich hatte. War die letzten Wochen ja schon relativ... Ja, ich will nicht sagen, eintönig auf dem Zweikanal waren, aber wir haben halt jetzt in Anführungszeichen zwei längere Projekte gehabt. Oder haben die immer noch? Junge, jetzt werde ich ja böse hops genommen. Einmal mit Luigi's Mansion 2, das kommt einmal hinzu. Und einmal mit The Last of Us. The Last of Us ist jetzt bei 30 Parts angekommen und ist noch nicht ganz zu Ende. Plus DLC werden wir bei 35 Parts oder so safe landen, wenn nicht sogar 36, 37. Ja, und Luigi's Mansion wird auch noch über 30 Parts gehen. Dementsprechend hatten wir zwei längere Projekte, was relativ selten auf dem Zweikanal gewesen ist in der Form. Und ich muss sagen, manchmal, vor allem bei Luigi's Mansion, gab es echt Tage, ich will nicht sagen, wo ich keinen Bock hatte, aber es war halt so, yo, jetzt Luigi's Mansion aufnehmen. Ich habe schon Bock, aber ich habe keinen Bock, alle Rätsel und Geheimnisse und Secrets in so einem Bums zu suchen. Und das hat mich immer so ein bisschen, ich will nicht sagen abgehalten, aber schon so ein bisschen die Motivation geraubt. Es geht einfach daran, dass ich halt so ein Spieler bin. Ich bin einfach kein Seeker in Spielen, sage ich mal so. Hat man bei Mario Odyssey Hide-and-Seek auch hin und wieder mal gesehen oder gemerkt. Nee, insofern, dass ich gar nicht mal so gerne, weiß ich nicht, nach Collectibles suche. Also ich spiele gerne Spiele, ich will cooles Gameplay sehen, aber ich muss jetzt nicht auf Krampf immer wieder irgendwelche Dinge suchen. So, bam! Erster Platz haben wir aber auch nur wegen der Green Shell so gut hinbekommen, ne? Dankeschön, liebe Green Shell. Alright. Dann geht's jetzt in die nächste Strecke. Hier haben wir die Yoshi-Wüste im Crossing Cup. Die sieht cool aus. Junge, diese Yoshi-Swings im Hintergrund. Sheesh. Junge, das war jetzt laut. Und genau deswegen habe ich ja dieses Projekt nebenbei gestartet, um noch so ein bisschen Abwechslung zu bekommen. Um hin und wieder mal über andere Dinge auch zu reden, weil Mario Kart ist halt immer off-topic perfekt. Ne? Das kann man immer dafür sehr, sehr gut nutzen. Aber zuallererst kommen wir hier auf diese Strecke, die auch wieder cool ist. Also im letzten Part hatten wir nur coole Strecken. In diesem Part hatten wir bisher nur coole Strecken.
Ja, wie gesagt, alles in einem finde ich diesen Hack hier sehr, sehr cool. Aber es gibt noch einen Hack, wie gesagt, von Sidbar, hatte ich ja schon mal erzählt, den wir unbedingt spielen müssen. Weil der ist auch nochmal absolut crazy. Ich weiß gar nicht, wie viele neue Strecken es da gibt, aber unendlich so gefühlt vom Ding her. So! Okidoki, Artischoki. Dann steppen wir mal hier ganz entspannt weiter und haben auch die erste Runde somit erledigt. Alter, Toadie ist vorne. Wollen wir den mit einer Banane bewerfen? Warum ist er schneller als ich? Digi, der wäre da fast rübergefahren. Oh nein, ich habe kein Item. Jetzt werde ich hops genommen. Das war gerade ultra strong von mir, oder? Das war schon ganz in Ordnung, würde ich mal so behaupten. Ich drifte mehr als der Dudorino. Dementsprechend haben wir ihn überholt. Ägypten, auch so ein interessantes Thema. Oh, da ist irgendwie über meine Banane gefahren. Sheesh. Ich will einmal in meinem Leben nach Ägypten, weil ich unbedingt eine Pyramide in Real Life sehen möchte. Ich will eine Pyramide berühren und irgendeinen Flug von einem Pharao bekommen. Nein, Spaß beiseite. Aber ich will wirklich mal eine Pyramide berühren. Das ist wirklich auf meiner imaginären Bucketlist, dass ich das... Oh, das war dumm. Unbedingt mal machen möchte. Eine Pyramide berühren. Und dabei will ich einfach wie die eine SpongeBob-Folge, als SpongeBob oder Patrick Kevin die Seegurke berührt hat, einfach sagen, berühren. Das wäre schon crazy. Das ist auf jeden Fall ein Ziel irgendwann mal von mir. So. Oh no, das war ein... Digga, wie kann es denn sein, dass ich jedes Mal an diesen Itemblöcken da vorbeifahre? Ja, jetzt muss ich einfach nur hoffen, dass ich nicht von irgendwas hops genommen werde. Wir haben auch nur eine Münze, dementsprechend sind wir eh nochmal einen Ticken langsamer unterwegs. Aber Doppel-Item-Blöcke und natürlich bekommen wir die diesmal. Sehr schön! Aber ansonsten, Reiseziele technisch habe ich gar nicht so viele Reiseziele in meinem Leben. Also ich will irgendwann mal nach Japan. USA würde ich mir gerne mal so zur Halloween-Zeit in so einem Vorort angucken. Und Ägypten. Und ich will irgendwann mal auf die Osterinseln. Da will ich diese, wie heißen nochmal diese Steinstatuen? Ich vergesse jedes Mal den Namen. Die möchte ich auch einmal sehen. Also das sind so meine Ziele im Leben. Ansonsten, so Reiseziele technisch habe ich gar nicht so viel tatsächlich. Tatsächlich. Bam! So viel zu dem Thema. Aber Freunde, wenn ihr irgendwelche habt, schreibt es gerne in die Kommentare hinein. Ich finde es immer sehr interessant, sowas auch von anderen zu lesen. Weil jeder hat ja unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Ansichten. Genau. So, Tour Schokoinsel 1. Was ist das denn? Achso, eine Mario Kart Tourstrecke wahrscheinlich, oder? Die Strecke sieht sehr ähnlich zu der Strecke von gerade eben aus. Ich muss aber sagen, dass die Fragezeichenblöcke am Rand sehr cool aussehen. Das muss man ja wirklich mal zugeben. Und warum seid ihr eigentlich alle so auf Speed? Wie dieser Streamer. Warum seid ihr so Fast and Furious? Wie der Film. Man munkelt. Dankeschön für das Item. Ich hätte gern das Doppel-Item mitgenommen. Aber Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen, habe ich so gehört. Altbekannter Spruch, den es irgendwie nur bei mir in der Gegend gibt. Ich glaube, der Background von diesem Spruch ist einfach mal, dass das irgend so ein Drunkie zu irgendwem aus unserem Freundeskreis gesagt hat. Da hatte ich auch mal so eine Szene. Boah, da war ich, glaube ich, 15, 16, 17. Ich glaube, er ist... Nee, 16, 16. Da war ich damals mit meinen Kollegen draußen auf so einem Grundschulspielplatz. So an einem Abend. Es wurde schon... Also es war schon dunkel oder so in einer starken Dämmerung. Also kurz davor, richtig dunkel zu werden, so gesehen. Und ich weiß nicht mehr warum, da kam irgendwann mal so ein Drunkie an. Mit seiner, also der hatte so eine Plastikbierflasche und hat halt Bier getrunken und hatte uns wirklich über Gott und die Welt voll gelabert. Irgendwie so 2 bis 3 Stunden, so komplett full. Und der meinte die ganze Zeit während des Gesprächs, ja, das sind die unterschiedlichen Schichten. Ich hab Plastik, ihr habt Glas. So durchgehend. Das hat den wirklich beschäftigt in dem Moment. Wir hatten, glaube ich, auch irgendwie, weiß ich nicht, das war so mit 16 diese Zeit, wo man so Beck's Eis und sowas getrunken hat. Und der hat die ganze Zeit verglichen in dem Augenblick. Ich werde dieses Gespräch nie wieder vergessen, weil das so ewig lang war. Wir sind aber auch nicht weggegangen, weil wir nicht wussten, wie wir das Gespräch am besten beenden. Ja, das ist crazy. Okay, aber was genauso crazy ist, ist dieses Rennen. Wir brauchen langsam mal, Bro, ein gutes Item. Und den Atzen, ja, jetzt haben wir ihn. Komm mal, was war, ja, Digi. Wie dämlich muss man denn sein auf der Zielgeraden? Let's go. Schade. Captain Toad leider nicht mehr getroffen, um ihn nochmal ordentlich eins reinzudrücken am Ende. Aber, Zaccarino, auf geht's ins letzte Rennen. Nicht, dass es wie der letzte Cup endet. Das wäre unangenehm. Wir wollen diesmal den ultimativen Win. Cooperstrand 2. Alle Strecken sehen heute irgendwie gleich aus, kann das sein. Aber... das ist jetzt die letzte Strecke, die wir uns hier in Mario Kart 8 Deluxe Omega ein bisschen genauer angucken werden. Let's go!
10 Parts hatte dieses Mini-Mario Kart-Projekt. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir einfach mal random so Custom-Strecken rausgesucht haben. Natürlich müssen wir in Zukunft deutlich mehr nochmal gucken, weil es gibt im Mario Kart 8 Custom-Strecken, Custom-Track-Bereich so viel Stuff, den ich euch zeigen möchte. Und von daher freut mich erstmal, ne, das positive Feedback. Es haben ja schon einige auf jeden Fall dieses Projekt verfolgt oder gucken immer wieder mal rein. Und das ehrt mich, das freut mich auf jeden Fall. Und von daher wird das nächste, glaube ich, gar nicht mal sehr mehr so lange folgen. Also generell neue Projekte, also ich will nicht großartig spoilern. Aber ich glaube, wenn Luigi's Mansion vorbei ist, wird es hier auf dem Zweikanal eine neue Pokémon-Nuzlocke geben, weil ich böse Bock habe, eine neue Pokémon-Nuzlocke zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich es noch in der Randomizer in der Kombination machen werde. Muss ich mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall mein Plan. Und ich denke mal, wenn The Last of Us vorbei ist, starte ich auf jeden Fall auch irgendein neues Horror-Let's Play. Es kommen eh viele geniale neue Games dieses Jahr noch raus. Auch im Horrorbereich, meine ich, im Oktober kommt dann noch ein neues Game raus. Dementsprechend muss ich immer gucken, wie ich das am besten mache. Until Dawn kommt auch im Oktober raus. Die Neuauflage für den PC will ich auch unbedingt spielen, wenn es direkt rauskommt. Das würde ich sehr gerne mitnehmen als Release-Projekt so gesehen. Ja, wird noch ein spannendes Jahr hier auf dem Let's Play-Kanal. So, soviel auf jeden Fall zu dem kleinen Ausblick, wie es jetzt nach diesen Projekten erstmal so ein bisschen weitergeht. Junge, ich finde diese Strecke irgendwie ziemlich verwirrend mit dem ganzen Wasser. Also wirklich ziemlich verwirrend. So, nicht mehr lange und das Ziel müsste ja irgendwo sein. Vor allem, da ich jetzt gerade vorfahren muss. Also man kann ja auch so ein bisschen drifty-drifty machen. Und dann haben wir es auch schon fast. Das Ziel müsste jetzt exakt da hinten sein. Hey! Schluck Bombe, Rosalina! Alter, ich glaube, ich habe die Bombe gerade sogar getroffen. Kann das sein? Tschüss! Rosalina, Aurora, hops genommen, sagt man so im Volksmund. Freunde, wir sind ultimativ Erster geworden. 60 Points, 60 Punkte, 3 Sterne. Ich glaube, das war ein ordentliches Ergebnis. Und Freunde, ich hoffe, euch hat dieses Mini-Projekt gefallen. Wenn dies der Fall ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Umlautmann und danke an die Elite-Umlaut-General-Member Bassi the Dark Empire, Cybix Games, Maria, Klein Dampier, Svensemann, Florian, Wolfgang, Chaos Master LP und dann alle anderen. Bis zum nächsten Mal. Danke für alles. Ciao, ciao.